Kapitel 16 in der Höhle des Löwen. Es geht doch ratzfatz jetzt mit den Kapiteln, Leute. Aber das ist jetzt Hauptbase. Hier gibt es jetzt richtig aufs Maul, glaube ich. Was für ein freundlicher Empfang. Bei so einem Anblick kann man fast die Hoffnung verlieren. Verzweiflung gibt einem Stärke. Manchmal zumindest. Spart euch die auf. Gut. Und was nun? Stürmen wir knallhart frontal rein? Macht mit Sicherheit Eindruck. Wir sind nicht zum Spaß hier. Hä? Zur Rückseite. Dort ist der Eingang zur Tiefgarage. Der Eingang zur Tiefgarage. Ah. Entschuldigung. Muss noch schnell mein Loot mitnehmen. Oh wow, der war flach. A little bit flach war der. Jo, Xenia, bis dann. Das sieht schon cool aus. Die haben sich vollkommen verbarrikadiert. Ich fühle mich geehrt. Sie wissen, dass wir kommen. Deren einzige Feinde. Denk an die Hauptgruppe. Oder Wutai. Mit Wutai herrscht auch Waffenruhe. Jede Pause ist mal vorbei. Na, vor allem nachdem die da so einen ganzen Sektor platt gemacht haben. Als ob da noch Waffenruhe ist. Bitte dich. Wenn ich diese Soldaten sehe, finde ich immer, dass sie aussehen wie eine Mischung aus Stormtrooper und einem League of Legends. Nicht für deinen Rachefeldzug. Ja, stimmt. Feindkontakt vermeiden wir. Weiß ich doch. Aber das mindert die Wut in mir nicht im geringsten. Und irgendwie muss man doch Dampf ablassen, verdammt nochmal! Hitzköpfiger als ein Bomber. Ja. Hitzköpfiger als ein Bomber. Naja. So, da hinten können wir wieder kaufen und sitzen. Hier gibt es bestimmt eine Medaille. Auch nicht, aber hier geht's runter. Müssen wir hier sogar lang? Warte mal. Ja. So. Okay, dann gucken wir hier nochmal. Alles Quark mit Soße, Leute. Alles Quark mit Soße. So ein Quark. Und dann hier runter. Ich glaube, jetzt in dem Kapitel wird halt richtig viel gekämpft. Weil Hauptbasis und so. Fahrzeug von Shinra. Mir nach. So eine Art U-Bahn-Surfen, Leute. Truck-Surfen. Draußen alles okay? Bei dir? Alles okay. Hier auch? Sehr gut. Aber oben drauf gucken die nicht, oder was? Gleich gefeuert. Der Kontrollpunkt wäre passiert. Och, der muss wieder runterfallen. Hallo!
Ups. Ach Mensch. Was wollt ihr hier? Euer Ende. Die Dominosteine. Alles geht. Es ist aus. Der Feind ist geschwächt. Hey, was ist da los? Oh geil, die Muppets. Will damit fahren. Widerstand ist zwecklos. Widerstand ist zwecklos. Oha. Ich sehe Flammen. Feuer! Es ist aus. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Wir müssen weiter. Der Ausgang müsste weiter hinten sein. Hey, was ist los? Kein Kontakt zur Zentrale mehr. Alles geben. Und tot. Hat definitiv nicht alles gegeben. Neuer Versuch. Alter, ein Samurai. Muss wach bleiben. Jetzt gebe ich alles. Bring wir es hinter uns. Das wäre geschafft. Von hier kam ich, oder? Ja. Und nu? Ne, von da kam ich. Dann muss man hier so eine Runde rum, denke ich. So. Was wollt ihr hier? Klar, immer da. Tschüss. Kein Entkommen. Es ist aus. Einkesseln! Hey. Der Feind ist geschwächt. Tschüss. Es ist aus. Das wird so nichts. Es ist aus. Keine kommen. Schluss jetzt. Auch mit deinen scheiß Granaten, Mann. Tschüss. Nichts hält uns auf. Zumindest dich nicht. Hallo Cora, Grüße. Könnte aber auch Star Wars Musik sein, das stimmt. Kein Schritt weiter! Gleich siehst du Sterne! Gleich siehst du Sterne! Diese scheiß Samurai, Alter. Dir werde ich zeigen. So wird das nichts. Alter, darf ich mich auch mal heilen, bitte, danke? Jetzt nicht schleppen. Das kommt nicht. Das sollte reichen. Ich hab genug. Volle Kraft. Alles geben. Alter, wie viele das auch sind. Angst, Potter. Irgendwelche letzten Worte. Das war 20 Leute gekillt. Volle Kraft. Gewonnen. Es ist aus. Alles geht.
hier und nicht weiter. Keine kommen. Kleine Show gefällig. So. Das war's. Hoffentlich haben die uns nicht gemeldet. Verschwinden wir von hier. Ich finde auch die Musik irgendwie passt dazu. Na Leute, Rolltreppe. Ja, geh doch schnell. Hier ist eh nur durchschnetzeln. Weiß Gott, hier ist doch eh nur ein durchschnetzeln. Obwohl, jetzt kommt was. Bei der Riesenhalle muss was kommen. Viel zu leer da. Ausgestorben. Ja. Hast du eine Idee, wo sie Aeris festhalten? Hab ich. Vermutlich in der Forschungsabteilung. Und wo ist die? Oben. Denke ich mal. Ganz oben. Denkst du also? Gucken wir am Empfang. Vielleicht finden wir da was. Am Empfang, Leute. Wir können ja die nette Dame am Empfang fragen. Irgendwann wird dieser Protzbau zerbröseln. Dafür sorge ich schon. Mal sieht voll schön aus. Aber bitte nicht heute. Mal gucken. Eine Laserbarriere. Die löst sicher Alarm aus. Diese ollen Spielverderber. Sehen wir mal oben nach. Oben. Jupp, komme. Und? Wie kommen wir rauf? Entweder mit dem Fahrstuhl oder der Feuertreppe. Die Forschungsabteilung ist ganz oben, oder? Feuertreppe? Wir nehmen natürlich den Fahrstuhl. Frage ist, wo ist er? Der Fahrstuhl. Hier, oder nicht? Der ist gesperrt, muss der Dicke laufen. Tja, keine Schlüsselkarte. Ohne Schlüssel kommen wir wohl nicht drauf. Hier werden anscheinend Schlüsselkarten benutzt. Ich glaube, ich habe irgendwo eine gesehen. Am Empfangsschalter. Nur wie kommen wir ran? Von oben. Vielleicht geht's ja von oben. Guck mal. Wenn man sich die Lampen entlanghangelt, geht's vielleicht. Also mich tragen die nicht. Hat er recht. Ich versuch's mal. Von uns beiden bin ich schließlich am leichtesten. Schieb ihr in der Zwischenzeit Wache. Das glaube ich nicht mal, dass du mit deiner Oberweite die Leiche. Guck dir mal den halben Hahn namens Cloud an. Also ich glaube nicht, dass sie leichter ist als Cloud. Okay, ich versuch mal mein Glück. Fall bloß nicht runter. Wird schon schief gehen. Riesenlange Seile da, wo das dranhängt. Ihre Haare allein sind schwerer als Cloud wahrscheinlich, ja. Tiefer! Ja, was war das denn jetzt? Bist du okay? Hab ich mich erschreckt. Ja, und nu? Wieso kann man hier aufs Auto? Hä? Auf
Das Auto kann man auch. Achso, und dann da hoch oder was? Nee. Die Autos irgendwie drehen oder so. Okay. Bisschen Assassin's Creed, Leute. Ein bisschen Assassin's Creed. Darüber. Das ist eine lila Kiste. Die müssen wir natürlich mitnehmen. Das ist ganz wichtig. Mega-Handschuhe. Da bin ich doch mal, gespannt. Die nehmen wir mit. Die haben sogar einen Slot mehr. Was haben wir denn noch so zur Übung, zur freien Verfügung? Frost. Ninja Warriors heißt die Sendung, wo man hier so langhangeln muss und so. Ah, die würde da echt gut abschneiden, so easy wie die da lang macht, das stimmt. So. Eine Kraftprobe? Na, da bin ich doch dabei. Na, da bin ich doch dabei, sagt sie. Siehst du, die ist ja richtig fit. Sie hat Muskeln aus Stahl, ist einfach so. Weißt du, wie schwer das ist, sich da lang zu hangeln? Wenn man zumindest ungeübt ist. So. Nicht aufgeben! Nicht aufgeben. Ich gebe nicht auf. Ach, guck mal, da geht's auch lang. Also ich glaube, da wäre Loot. Oder war das schon der richtige Weg? Das war sogar der richtige Weg, glaube ich. Intuitiv den richtigen Weg gewählt. Geschafft. Freut euch auf meinen Abschlusssprung. Kann ich mir schon vorstellen, wie Sailor Moon, Alter. Ich wette ja, sie löst trotzdem Alarm aus. Guck mal, wie Cloud da zuguckt. Wo ist Barrett? Da oben. Meisterdiebin! Oh,
So kann man die Barriere vielleicht ausschalten. Hä? Hat funktioniert. Aber ich hab doch gar nichts gedrückt. Ich hab gar nichts gemacht. War klar. Na, auch gut. Tifa, kannst du gucken, wo die Forschungsabteilung ist? Klar, einen Moment bitte. Bingo, das Labor von Professor Hojo, Etage 65. Per Aufzug oder Treppe kommt man aber nur bis zum Himmelsfoyer in Etage 59. Wer weiter hoch will, muss sich erst am Empfang im Himmelsfoyer akkreditieren lassen. Dann schauen wir da mal vorbei. Okay. So, jetzt haben wir die Schlüsselkarte. Das heißt, wir können bis zum Fahrstuhl und dann... Könnte man auch laufen? Das glaube ich gar nicht, oder? Man muss doch zu dem Fahrstuhl. Nö, woanders geht ja auch keine Treppe lang. Hier geht's noch lang. Fahrstuhl war ja da hinten. Überall Autos. Mopeds. Natürlich gibt's hier Loot. Na dann, auf zum Atem! Sieht? Sicher besser bewacht. Da oben sind wichtige Einrichtungen. Und nun? 10. Etage. Vorsicht an den Türen. Hey, hier! Na dann, zwei Hampelmänner ist ja nix. Kein Problem. Volle Kraft! Nimm das! Eine Dusche wäre jetzt nett. Ich komm mit. Tifa, ich komm mit. Haha, duschen zusammen. Das. Das wäre doch mal. Denn jetzt, ich hab doch gedrückt. Nicht akzeptiert. Computer sagt nein. Erschreckt. Ob die uns gemeldet haben? Dafür fehlte die Zeit. Nach oben. Vorsicht an den Türen. Nach oben. Jetzt kommen die Nächsten. Ob wir nochmal anhalten? Klar. Die faulen Shinra-Säcke sollen mal die Treppe nehmen. Wenn jemand aufkreuzt, stellen wir ihn ruhig. Wird schon werden. Wird schon werden mit Mutter Bern. Mit Mutter Born ist auch geboren. Das nimmt langsam Überhand. 20. Etage. Vorsicht an den Türen. Jetzt alle 10 Etagen, oder was? Platz da! Uns hält niemand auf! Genug! So darf's weitergehen. Finde ich auch. Versuch war es wert. Nach oben. Vorsicht an den Türen. So, dann leg mal los. Und zwar schnell. Das dauert aber ganz schön lange. Wir können auch die Treppe nehmen. Bis ganz nach oben? Nee. 30 Etage. Vorsicht an den Türen. Macht euch bereit. Los! Nach oben. Vorsicht an den Türen.
Hier arbeiten natürlich auch ganz gewöhnliche Leute. Ob die uns melden geht? Was kommt jetzt? Vorsicht an den Türen. Ja. Alles in Ordnung. Um dich mache ich mir mehr Sorgen. Verstehe. Dann ist gut. Hä? Mutter, sag doch nicht sowas. Nach oben. Vorsicht an den Türen. Nein, im Moment wissen wir noch nichts. Avalanche könnte also jeden Augenblick nochmal zuschlagen. Sei besser vorsichtig. Nach oben. Außerdem. Schön mit Mutti telefoniert. Tja, so ist das. Auch bei Shinra arbeiten Leute wie du und ich. Mit einem Zuhause. Und Familien, die auf sie warten. Das wusste ich natürlich, aber... Aber so... Aus der Nähe... Keine schlechten Menschen. Aber auch Ignoranz richtet Schaden an. Guter Spruch. Deshalb müssen diese Leute wachgerüttelt werden. Wir müssen ihnen unbedingt klar machen, dass der Abbau von Marco schreckliche Folgen hat. Nur dann kann die Welt sich ändern. Das wissen wir doch beide. Tifa. Wir sind hier, um Aeris zu retten. Hast ja recht. 59. Etage. Vorsicht an den Türen. Ja, Barrett ist voll der Philosoph auf jeden Fall. Guck mal da, die machen Meter. 70, Materia. 80, 90, 100, 110. Marco-Dichte erreicht kritisches Ausmaß. Ach, sie schon wieder. Initiiere die Kühlung mit Frostmateria. Mit Verlaub, Zeit für ihr Meeting. Mit Verlaub. Wage es nicht, mich in diesem wichtigen Moment zu stören. Marco-Dichte und Materia im stabilen Bereich. Der Materia-Kern nimmt an Masse zu. Und kriegt wieder einen halben Orgasmus. Dann zeig mir mal, was in dir steckt, mein Schatz. Oh, Verzeichner Anomalien. Wir gehen. Grenzwerte überschritten, weiter steigend. Die Lösung beginnt sich zu kristallisieren. Kontrolle verloren. Verdammt, wir werden alle... Nicht hinterher alles, schön auf. Hier hat ein Hund. Himmelsfoyer, hm? Ist in der Tat ziemlich himmlisch hier. Suchen wir den Empfang. Der ist doch schon hier, ey. Hallo? Sie wünschen eine Besichtigungstour? Unser Besichtigungsprogramm beginnt in der 60. und endet in der 64. Etage. Bitte folgen Sie der Route. Am Ausgang jeder Etage befindet sich ein Gerät, mit dem Sie Ihre Karte aktualisieren können. Erst danach können Sie die nächste Etage betreten. Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei Ihrer Reise durch die spannende Welt von Shinra. Müssen die es immer so umständlich machen? Kam euch das nicht auch irgendwie komisch vor? Verdächtig reibungslos. Nicht wahr? Ob es eine Falle ist? Die sollen's ruhig versuchen. Dann kann ich mich endlich abreagieren. Tja. Ich glaube auch, dass hier irgendein Quark kommt. So, jetzt muss ich hier quasi einmal düten. Düdüt. Warum müssen die eigentlich für alles diese scheiß Schlüsselkarten haben? Wir sind in ihrem Hauptquartier. Was erwartest du? Sag mal,
Musst du ständig eine Lanze für deinen ehemaligen Arbeitgeber brechen? Die Wahl zum Mitarbeiter des Monats ist für dich eh gelaufen. Guck mal, kann ich auch hier? Schade. Müssen wir doch laufen. Untersucht alle Reaktoren und Pfeiler. Ja, ganz genau. Nein, alle. Wir müssen jedes Risiko ausschließen. Bei der kleinsten Auffälligkeit will ich einen Bericht. Darf ich kurz stören? Ja, natürlich. Ich habe hier den fertigen Schadensbericht zu Sektor 7. Sie sollten sich aber auch eine Pause gönnen. Nein, unser Meeting ist schon bald. Ich muss die Schäden und Reparaturmaßnahmen sondieren. Ein ganzes Viertel zu zerstören, ist einfach unentschuldbar. Sowas tut niemand bei Verstand. Mag sein, aber das dürfen Sie nicht in dem Meeting sagen. Unter gar keinen Umständen. Das weiß ich doch selbst. Tja, es wurde leider schon aufgezeichnet. Oh, rechts. Rechts sind wir, Leute. Hübsches Foto. Willkommen zu Ihrer Führung durch die aufregende Welt von Shinra. Was kommt jetzt für ein Scheiß? Hier, in der Ausstellungshalle, widmen wir uns dem Leben des Direktors, den zahlreichen Abteilungen unseres großartigen Konzerns, sowie der Makostadt Midgar und ihrer faszinierenden Energieform. Die Ausstellung ist in drei große Bereiche unterteilt. Ja, ja, ist schon gut. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Langsam reicht's, finde ich. Hier mag sich halt jemand besonders gern. Können wir uns vor allem alles angucken. Wenn da jetzt nicht gleich Soldaten Liebe kommen, dann Gäste, weiß ich auch nicht. Wir hoffen, Ihnen gefällt die Besichtigungstour. Sicher haben Sie eine Menge über den Direktor und die Firma erfahren. So hautnah wie hier atmen Sie Geschichte nirgendwo sonst. Die wieder mit ihren zwei schlagkräftigen Argumenten. Spannend weiter, denn im nächsten Teil unserer umfassenden und einzigartigen Ausstellung stellen wir Ihnen unsere einzelnen Abteilungen vor. Sie werden staunen, in welchen Bereichen Shinra neben der Energieerzeugung tätig ist. Seien Sie gespannt! Oh, alte Bekannte. Davon haben wir schon so einige verschrottet. Die Ausstellung über die Waffenentwicklung wird momentan umgebaut. Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Ja, alle, die wir so besiegt haben. Herzlich willkommen im Shinra-Gebäude. Was die Forschungsabteilung Großartiges leistet, vermögen Kleingeister wie Sie natürlich nicht zu fassen. Deswegen erspare ich mir eine Erklärung einfach. Die Wissenschaft schreitet stetig voran, ob Sie es merken oder nicht. Der ist ja nett. Zu seinem Besucher. Momentan ruht sie allerdings. Und alles nur wegen dieser Aufnahme. Ich kann es mir nicht leisten, noch mehr Zeit zu vergeuden. Also entschuldigen Sie mich bitte. Sie haben doch sicher die Güte.
Da haben wir den Arm. Da sind die Soldaten. Moped. Helikopter. Ich höre mir jetzt nicht alles an, Leute. Ich hab keinen Bock auf diese dumme Gelaber. Ein bisschen Action. In diesem Teil der Ausstellung haben Sie erfahren, in welchen Bereichen Shinra tätig ist und was der Konzern bislang schon vollbracht hat. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Wir nutzen unsere Errungenschaften, um Ihr Leben Tag ein Tag aus sicherer zu machen. In diesem Sinne, im nächsten Teil erfahren Sie alles über Mako-Energie, die Reaktoren und Midgar. Freuen Sie sich auf eine umfassende Einführung. Gleich geht es los! Dies ist ein detailgetreues Modell der Stadt Midgar im Maßstab 1 zu 10.000. Wie Sie sehen können, gibt es 8 Reaktoren, die über das ganze Stadtgebiet verteilt sind und Tag und Nacht frisches Mako fördern. Mako ist ein Rohstoff, der unbegrenzt im Erdreich vorkommt. Shinra fördert diesen Rohstoff und gewinnt Energie aus ihm, die ihnen auch in Form unserer hochklassigen Kraftstoffe zugutekommt. Die Verbreitung von Mako-Energie hat unser Leben in vielerlei Hinsicht bereichert. Midgar ist zu einer fortschrittlichen Stadt erblüht, in der das Leben niemals stillsteht. Eine lebhafte Metropole, der Mittelpunkt unserer wunderbaren Welt. Eh alles nur Lügen. Mako hat unser Leben tatsächlich bequemer gemacht. Aber Bequemlichkeit verschleiert den Blick aufs Wesentliche. Ich weiß, wovon ich da spreche. Deswegen wurmt's mich umso näher. Okay. Kabelstränge. So. Müsste jetzt ein richtig fetter Boss kommen. Bin ich mir ziemlich sicher. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind nun ein wahrer Shinra-Kenner. Sie sind nun bereit, unsere visuelle Ausstellung auf der 61. Etage zu besuchen. Wo wir mit neuester Technik hautnah in unsere Geschichte eintauchen. Da bin ich ja mal gespannt. Die Ausstellung bedient sich hochmoderner Projektionsmethoden von Shinra, um Ihnen ein hyperrealistisches Filmerlebnis zu bieten, das Sie völlig vereinnahmen wird. Viel Spaß! Hat Ihnen der Film gefallen? Jetzt bin ich mal gespannt. Gucken wir uns natürlich an. Total tote Hose. Was jetzt? Vor langer Zeit wurde dieser Planet von Menschen besiedelt, die zum alten Volk gehörten. Sie waren es, die diesen Planeten bewohnbar machten. Dabei bedienten sie sich einer Energie, die tief im Erdreich schlummert. Eine Energie, die wir heute, tausende Jahre später, als Mako kennen und nutzen. Doch das ist längst nicht alles. Das alte Volk war nicht nur in der Lage, Mako zu nutzen, es verfügte auch über das Wissen, die Energie weiterzuverarbeiten. Zeugnisse dieser bewundernswerten Leistung sind uns auch heute noch in Form einiger Materie erhalten geblieben. Ebenso wie jenes Sprichwort. Der Planet gebärt uns. Er redet mit uns
und er öffnet sich uns. Auf das wir eingehen in das verheißene Land, wo größtes Glück uns beschieden sein wird, auf alle Zeit. Sieht schon hübsch aus, ey. Doch leider existiert das alte Volk nicht mehr. Es wurde ausgelöscht, als vor etwa 2000 Jahren ein Asteroid auf den Planeten stürzte. Ob es dem alten Volk wohl vergönnt war, in das verheißene Land einzuziehen? Dies wird für immer ein großes Geheimnis bleiben. Die Jahre vergingen und der Shinra-Konzern machte dort weiter, wo das alte Volk aufgehört hatte, und entwickelte Methoden, Mako als Energieform nutzbar zu machen. Ein mildes Klima gepaart mit üppiger Natur und Mako-Energie im Überfluss. Irgendwo auf diesem Planeten wartet das Paradies darauf, von uns entdeckt zu werden. Der Shinra-Konzern erachtet es als seine Aufgabe, das verheißene Land aus den Träumen des alten Volkes zum Wohle aller zu finden und urbar zu machen. Das war's? Sachen gibt's, die gibt's nicht. Also wirklich, dass mir mal der Schmalz ausgehen würde. Denn was ist schon Tee ohne etwas Fett? Nichts weiter als bitteres Wasser, Ikit. Aber was hat das zu bedeuten? Der reinste Horrortrip, wenn ihr mich fragt. Sowas gehört echt verboten. Wenn Kinder das sehen, haben die echten Schaden fürs Leben. Das war nicht bloß ein Video. Was sollte wohl dieser Meteor? Das war doch sicher nur ein Show-Effekt, oder?